Morgen auf mein Schiff 2. Heute ist Samstag, 21. September 2013. Es ist 6.45 Uhr und wir laufen gleich Catania an. Draußen haben wir eine Temperatur von 21,5 Grad und wir fahren noch mit einer Geschwindigkeit von 9,9 Knoten. Noch ein Grad verschiebt wird in den Hafen von Catania. Heute haben wir ganz schön Sonnenaufgang. Sind ein paar Wolken davor. Buongiorno! Die Fischer holen ihren Fang rein. Vor uns liegt Catania, Siziliens zweitgrößte Stadt. Jetzt gibt das kleine Fischerbötchen aber Gas, damit er vor uns in den Hafen kommt. Auf der Brücke wird das Schauspiel beobachtet, was der Kleine da wohl macht. Da kommt das Lotsenboot. Ganz unauffällig von hinten. Er ist der Pilot. Nur 28 war der Lotse bei uns an Bord. Vor uns liegt der Ätna. Gut 35 Kilometer entfernt liegt der Ätna. Costa Favolosa liegt schon im Hafen von Catania. Ein kleiner Schwenk über die City. Der Dom von Catania, der Fischerhafen und da vorne ein kleiner Yachthafen. Wir fahren jetzt unseren Liegeplatz an.
E Costa Favolosa. Ist schon etwas länger im Hafen. Die ersten Passagiere verlassen das Schiff. Das andere Kreuzfahrtschiff heißt Seaburn Quest. Fährt unter der Flagge von Nassau. Auch gerade beim Anlegemanöver. Und zwischen den zwei Kreuzfahrtschiffen liegt der Dom. Oder steht der Dom. Über den Krater ein paar Wolken. Francesco kommt vom Fischfang zurück. Hoffentlich war die Nacht erfolgreich. Links der Ätna und rechts die Costa. So wie es aussieht, haben wir einen sehr guten Liegeplatz. Uhr im Restaurant Atlantik, Deck 5. Die meisten sind schon zum Ausflug. Bei der AIDA hinten mal einmal die Kabine. Mhm. Und wenn der die Stabilisatoren ausfuhr, das kriegt man da mit. Oh, merkt man hier auch. Luigi und Fabio kommen vom Fischfang zurück. Und Enzo auch noch. 15.25 Uhr, wir sind wieder an Bord, wir sind wieder auf unserer Kabine. Der Strand von Catania. Pünktlich 19 Uhr verlassen wir Catania. Über den Ätna ist eine große schwarze Wolke. Das Lotsenboot, das holt gleich den Lotsen ab, wenn wir aus dem Hafen von Catania gefahren sind. Auf geht's nach Malta, nach Valletta. Morgen ist diese schöne Reise oder wunderschöne Reise zu Ende. Arrivederci Catania. Wir haben jetzt gleich den Hafen von Catania verlassen.
Arrivederci Catania. Arrivederci Italien. 20.27 Uhr. Wir sind im Atlantik Restaurant Deck 6. Warten auf was Leckeres. Wir haben schon ausgesucht unser Menü und wir warten jetzt auf die Vorspeise. Die Suppe von Doris. Und meine Suppe. Das Dessert. Variation Mein Schiff 2. Bitterschokolade mit Veilchenaroma. Wo sind die Veilchen denn? Aroma. 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 Einen wunderschönen guten Morgen auf der Insel Malta. Wir sind seit 5 Uhr in Valletta. Heute ist Sonntag, der 22. September 2013. Es ist 6.28 Uhr. Und wir haben heute unsere Reise beendet. Um 12 Uhr werden wir abgeholt. Und seit 6 Uhr sind wir dann aufgestanden. Wir haben im Moment 22,4 Grad und wir haben draußen etwas Regen. Sonntag, den 22. September 2013. Malta erwacht. Wir haben 6.55 Uhr und wie es aussieht, sind wir bisher das einzige Kreuzfahrtschiff. Außer dieser Segler, der vor uns liegt, der vor 14 Tagen auch da war. Es ist doch ein bisschen windig. Es hat geregnet heute Nacht. Ein kleiner Schwenk von der Kabine über Valletta. Sonntag, den 22. September 2013. Die letzte Tasse Kaffee auf unserer Kabine. Guten Morgen in Malta. Auf Malta. Hermut hat den letzten Kaffee auf der Kabine. Gleich gehen wir schön frühstücken. Unser morgendlicher Kaffee. Um 12 Uhr fährt unser Bus zum Flughafen. Ist noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Gleich 7.30 Uhr ist die nächste Abholung. Berlin-Tegel. Dort unten in der Halle stehen die ganzen Koffer nach Decks aufgeteilt. 7.32 Uhr, unser letztes Frühstück im Atlantik, Restaurant Deck 5. Das letzte Frühstück im Atlantik. Dann haben wir zu Hause Atlantik. Ist noch ein Segler angekommen, der war vorige Woche. Vor 14 Tagen hier, der erste. Die ersten sind angekommen. Die Busse haben gerade alles ausgeladen. Die ganzen Neureisenden. Neu- und Altankommende.